So lieblich kann es in der bitterkalten Arktis aussehen. Willkommen, Preview Live Let's Play mit, also hast du nur die Passage, ein Tag vor Release, vierter unserer Preview-Streams. Und wir wollen alle haben, alle Gasvorkommen hier oben in der Arktis. Unser erstes Luftschiff ist unterwegs. Ich glaube, wir bauen gleich noch ein zweites, könnte ich mir vorstellen. Wir haben noch ein paar Einflusspunkte uns eben gesichert, indem wir mehr Investoren in der alten Heimat uns geholt haben. Die Leute waren gut versorgt, alles bestens, alles zauberhaft. So. Wir lassen ein paar der normalen Inseln für die anderen Leute übrig. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Gleich kommen wir dort oben an. Christoph fragt, haben wir Gegenwind? Das ist eine gute Frage. Ja, tatsächlich. Wir haben Gegenwind. Das veröffentlichen wir so, wie es ist. Und gleich kommen wir hier oben an. Das müssen wir uns merken. Also Luftschiffe im Vergleich zu Dampfschiffen. Ja. Sie darf sich niederlassen. Lieber Bente als jemand anders. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Bente da. Und hier hat noch jemand. Hier ist Karl Leonard. Karl Leonard ist auch schon da. Wir waren aber vor ihm da. So, jetzt gehen wir zu unserem Luftschiff. Und sagen... So geht's Richtung Süden. Einfach in die Mitte gesetzt, bitte. Manövriere. Vier Einfluss. Bente gefällt das. Kaleo noch nicht ganz so. Aber jetzt nehmen wir wieder alles mit, was es hier gibt. Kohle haben wir irgendwo anders gelassen und fliegen erstmal rüber zu der Insel, die unserer am nächsten ist. Das ist diese hier. Und hier beginnen wir den richtigen Ausbau mit Gasförderstätten und so weiter. Man kann ja eine normale Stadt bauen mit allem drum und dran. Wir müssen alles hier hinliefern. Die Stadt kann sich nicht selbst versorgen. Hier gibt es keine Fruchtbarkeiten. Wir müssen die Stadt komplett versorgen. Oder die Siedlung. Und genau, das hat Zeit. Jetzt lass uns erstmal die Story. Wir gucken erstmal, ich würde sagen, wir schauen mal, wie wir das hinkriegen würden mit einem weiteren Luftschiff. Gas sollten wir dafür haben. Ja, sollen wir ein zweites Luftschiff machen? Kostet keinen Einfluss. Na klar. Was für eine Frage. Natürlich. So. Was für ein schönes Gefühl. Und entschuldigt, dass ich mir mal kurz ein Stückchen Schokolade reinpfeife zwischendurch. Andere Leute machen Sekt auf. Ich nehme mir ein Stückchen Schokolade in stiller Freude. Zweites Luftschiff geht in den Bau rein. Wir gucken mal, wie die Versorgung hier läuft. Rentierfleisch wollten wir rüberbringen von Nark aus. Das wird unsere Produktionsinsel für landwirtschaftliches Zeug. Plus 16 Arbeitskräfte. Ich glaube, die Köhlerei können wir auch langsam dicht machen. Hatten wir schon eine Handelsroute gemacht? Nein. Dann nehmen wir die Miriam für. Genau. Das heißt, wir holen von hier das Rentierfleisch. Ne, wir bauen erst noch ein paar weitere Hütten. Abenteuer waren noch nie einfach. Bis 250 Leute können wir problemlos hochgeben, bevor die Schlafsäcke nachfragen. Hier eine Rentierjagdhütte, da eine. Ich platziere auch schon mal eine dritte. Dann machen wir die nämlich drüben weg.
erlauben wir ihr. Die kleine Insel darf der Prinzessin gehören. Wir sind ja nicht so. Nee, wir wollten da oben bleiben und die kleine Insel noch versorgen. Also mit Rentiere überall machen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Hier noch eine mit 100%. Okay. Jetzt haben wir drei Rentier-Jagdhütten hier. Dann brauchen wir noch mehr Leute. Wir sind jetzt bei minus 9 bei den Arbeitskräften. Oh, stimmt. Wir müssen noch die... Irgendwo ja noch, war ja noch ein Problem mit Explosionen. Auch woanders noch. Das müssen wir noch beheben. Und die Rentierjagdhütten werden in der Produktivität nicht begrenzt, wenn wir direkt daneben noch welche hinstellen. Nicht genug Arbeitskraft, okay. Wenn es in 97, aber so geht's noch. In 99. Hier runter. Hier ist der Ofen, der uns mit Wärme versorgt. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Mhm, das sieht doch schon mal gut aus. Die Kantine ist hier in der Mitte. Die versorgt wie der Marktplatz die Leute mit dem Allernotwendigsten. Das war eine Köhlerei, ne? Ja, die wollten wir ja abschaffen. Nee, Kohle wird... wir haben ja Kohle im Lager. Ja, dann können wir die abschaffen. Dann haben wir auch genug Arbeitskräfte jetzt hier. Nicht zu viele werden, weil sonst müssen wir für Schlafsäcke sorgen. Aber so geht's noch. Pemmican wird gleich nachgefragt. Das dürfen die, aber so in geringem. Wir können auch knapp drunter bleiben. Kann ja sein, dass wir so knapp drunter bleiben. So, jetzt nehmen wir, jetzt wird hier Pemmican produziert. Jetzt gehen wir schon mal rein und holen nochmal eine Ladung Kohle ab und bringen die erstmal manuell dorthin. Ach, wir können dem Schiffchen jetzt schon sagen, bring schon mal Kohle hin. Und die, wir können ja nachher die Route noch ergänzen. Ich glaube, das ist, wir haben auch bislang von Narke aus noch keine Route eingestellt. Nein. Das heißt, wir schnappen uns die Miriam und sagen der Miriam, neue Route von hier aus nach hier. In Bullenkälte bitte einladen. Kohle. Da reicht aber erstmal, sagen wir mal, die Entfernung ist ja sehr kurz. Wir nehmen mal immer 12 mit. Oder guck mal, ob das reicht. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, das machen wir jetzt. Dann halten wir mal. Dann bauen wir das hier aber weiter aus. Hier soll ja die ganze Nahrungsversorgung entstehen in der Stadt. Oder zumindest Pemmican erstmal rübergebracht werden. Dann sagen wir ihr hier, nimm auch noch Pemmican mit, bitte. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Rest später. Rentierfleisch, nimm Rentierfleisch mit.
Robbenfälle sind auch im Überfluss da. Okay. Ach, ich bin in der falschen Zeile. Entschuldigt bitte. Haben wahrscheinlich schon einige von in der falschen einige von euch schon geschrien in Nag. Müssen wir die Kohle ja. Müssen wir alles einladen? Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Das heißt, hier ist das Rindtierfleisch irgendwo. Da ist es. Hier wird es dann entladen. Okay, alles gut. Ich will gar nicht gucken, wie viele Leute im Chat das gerade schon geschrieben haben. Also, hier flutscht jetzt das hin und her. Das nächste, das zweite Luftschiff. Braucht noch wie lange? Hälfte ist fertig. Okay. Sollen wir jetzt die Story weitererleben oder die erste Gasförderstätte bauen? Ich finde, wir sollten erstmal die erste Gasförderstätte bauen, weil wir sind die Einzigen, die Story vorantreiben können. Das kann die KI uns nicht von der Nase wegschnappen, aber schon mal Gas produzieren, das im Hintergrund dann laufen lassen, die Produktion von Gas, während wir in aller Ruhe uns dann die Story angucken, finde ich persönlich ganz gut. Also, wir schauen uns mal, lass uns mal die erste Gasförderstätte erreichen. Dafür müssen wir doch drüben alles hinschaffen. Alles hinschaffen, was die Leute vor Ort brauchen. Und das ist eine ganze Menge. Könnte Chippy hier erledigen. Chippy nimmt erstmal solo ein paar Geschichten mit. Wir haben doch das Luftschiff. Da ist es. Ist die Kohle hier vor Ort gelandet? Eben, ja, die Kohle ist auch da. Alles gut. Dann geht es von hier aus. Hierhin bitte. Die Chippy kann das auch gar nicht liefern, weil man kann das ja nur mit einem Luftschiff befahren. Deshalb war die Idee, Chippy hier einzusetzen. Quatsch. Und hier kommt gleich das zweite Luftschiff und dann sollten wir sogar zwei Stationen bewegen können. Und wir brauchen ja das zweite Luftschiff auch, wenn wir eins als automatische Handelsroute einsetzen. Das zweite Luftschiff dann zum Vorantreiben der Story, weil das Luftschiff fliegt dann rüber zu dem Ort, wo die Spuren der verschollenen Entdecker sind. Das heißt, das eine benutzen wir dann für die Transportrouten, das eine Luftschiff und das andere für die... Da kommt es! Ich habe da einen Schatten gesehen. Schaut mal da oben. Sieht das cool aus. Leute, ich will mal wissen, wie das von unten aussieht. Das interessiert mich jetzt echt brennend. Nein! Wow. Erhaben. Ist das cool. Platz da! Touristen sind unterwegs. Vorne der tote Wal. Vorsicht, nicht reinfallen. Wow. Großartig. Ganz, ganz großartig. Unser erstes Luftschiff. Zauberhaft. So. Und jetzt schnappen wir uns den Kollegen. Und machen mit ihm eine automatische Handelsroute. Erstmal eine manuelle. Das heißt, wir laden noch Holz, brauchen wir in Unmengen. Wir bringen erstmal die Baustoffe rauf. Wir brauchen sicher ganz, ganz viel. Ich wette, wir brauchen Dampfmaschinen oder irgendwas. Und wir brauchen natürlich für die Leute als Konsumgütern Pemmican, wenn wir wahrscheinlich bald brauchen. Kohle. Unmengen an Kohle. Oh, wir dürfen den Leuten hier vor Ort auch die Kohle nicht wegschnappen. Da müssen wir natürlich aufpassen.
lagern mal Pemmican oben ein. Und fahren mal hier oben hin. Wir können mal hier im Baumenü schauen, was man hier brauchen würde für ein Luftschiff. Nee, für ein Luftschiffhangar. Für die Gasförderstätten. Was? Nein! Schaut mal, was da steht. 250 Techniker. Dafür haben wir 4 Inseln besetzt. Wir können mit Ach und Krache eine füllen. Wir müssen 250 Techniker, nicht Ingenieure, sondern Techniker, hier auf der Insel haben, am Arbeitsstätten Plus. Und natürlich eine ganze Menge Zeugs. Und die müssen wir komplett mit allem versorgen. Die können ja... Es gibt keine Fruchtbarkeit, nee, nichts. Nichts, überhaupt gar nichts. Heftig, ne? Da braucht man ein bisschen Infrastruktur. Also bevor wir so ein Mammutprojekt angehen können, wir müssen das Lager füllen. Was wir auf jeden Fall da brauchen, ist natürlich noch mehr Kohle. Also Kohle, noch mehr Kohletransporte von der Heimat aus hierhin. Ernsthaft. Da müssen wir noch massiv nachsetzen. Lass uns mal schauen. Wie es mit den Kohlevorräten aussieht. Aber jetzt wollen wir mal die... Wisst ihr was? Ich begeistere mich mit euch hier zusammen. Wir haben völlig vergessen, wir hatten diverse Explosionen. Die bringen wir mal in Ordnung. Dann kümmern wir uns um das Kohleproblem. Wir können in die Zukunft gucken, aber wir müssen auch in die Vergangenheit schauen und erstmal hier ein paar kaputte Dinge wieder reparieren und nach roten Meldungen Ausschau halten, wie nach roten Warn-Icons wie diesem hier. Eine Eisenmine renovieren bitte. Sonst noch irgendwo hier? Irgendwas Kaputtes? Das zweite Luftschiff ist da. Alle Inseln einmal checken. Alles gut. Rüber in die anderen Regionen. Irgendwo sind noch zerstörte Dinge. Oh ja. Da oben. War das alles? Nein. Ach, das ist nur das Kraftwerk. Sieht alles gut aus. Fischproblemchen, echt? Das will ich aber gar nicht hören. Ach so, das ist das, was wir gerade aufgebaut haben. Aber ansonsten scheint es den Menschen hierher ganz gut zu gehen. Ich glaube, hier müssen wir uns kaum Sorgen machen. Ein Rumproblem hier. Ei, woanders gibt es aber Rum. Einige haben keinen Rum. Rum scheint hier ein kleines Problem zu sein. Wir schauen mal im Lager nach, in Crown Falls. Ja, kein Rum im Lager. Rum wird importiert. Und wir gehen mal auf alle Inseln und auf die Produktion. Und jetzt haben wir einen Gesamtbalken. Wo inselweit, wo reichsweit uns angezeigt wird, stellen wir mehr her, als wir nachfragen. Die Antwort ist ein vorsichtiges Ja. Wir haben ein gewisses Plus bei der Produktion, aber das muss ja auch alles verteilt werden. Ich will mal das Inselreich wissen bei Anno, das perfekt funktioniert, wo der grüne Balken genauso hoch sein darf wie der blaue und nicht höher sein muss. Das ist also, weiß ich nicht, ne? Also irgendwo gibt es ja kleine Problemchen, irgendwo ist noch Rum unterwegs.
hier in Bultopia. Da wird Rum hergestellt in rauen Mengen. Jetzt schaue ich mal, ob ich mit einem Doppelklick auf die Insel komme zum Beispiel. Nein. Ob ich irgendeine andere Möglichkeit gibt, wie ich da ratzfatz hinkomme. Weil das wäre doch ultra cool, wenn ich direkt auf die Insel durfte. Hier sind, es geht, schaut mal, alle Rumbrennereien auf der Insel sind aufgelistet, es sind 13. Wir können bei jeder einzelnen kontrollieren, habt ihr genug Arbeitskräfte, wie ist die Produktivität, hat sie vielleicht ein Icon, ein Item, das die Produktion boostet, und wir können dieses hier machen. Ist das cool? Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Das ist sehr schön. Also, Rumproduktion auf der einzigen Insel. Warenlager ist voll, das ist interessant. Es wird nicht genug abtransportiert. Kann natürlich sein, dass das nächste Schiffchen gleich unterwegs ist, aber es weist doch darauf hin, dass es einfach nur ein Routenproblem ist. Das ist auf jeden Fall die richtige Route. Das ist die, die von hier aus nach in die alte Heimat führt. Das ist eine interne Route innerhalb der neuen Welt. Und das ist eine Route, die uns nach Capriloni bringt, also in die zweite Abnehmerregion. Das Problem ist also hier. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das lösen könnten. Wir können zum Beispiel mehr Schiffe uns holen oder wir könnten die Waren splitten. Ich persönlich bin eher ein Freund davon, mehr Schiffe einzusetzen, weil es dann nicht so ein Fropfen gibt, dass man mal ein Schiff riesen voll hat und dann geht das Lager aus und irgendwann kommt es dann, dass so dauernd so ein kleiner Fluss unterwegs ist. Aber ich habe den Verdacht, dass hier das Verhältnis von Rum, der mitgenommen wird im Verhältnis zu Schokolade und Gold, dass es da irgendwo hakt. Das ist dann vielleicht noch einen, ne? Das könnte sein. Wir suchen uns mal die Schiffchen, also Schoki-Schiffchen, lass mich in Ruhe und Dampfpott und guck mal, wo die sind. Hier ist die Lass mich in Ruhe und sie ist schon mal hier unterwegs. Nee, sie ist vor Ort und hat Schokolade. Ja. Wir können einen Goldslot entfernen, anscheinend. Schaut mal. Ein Slot ist offen. Rum kann nicht genügend abtransportiert werden. Schokolade ist okay. Wir könnten eventuell einen Goldslot entfernen. Das könnten wir machen. Hier ist sie, hat gerade sich beladen, konnte nicht genug Rum mitnehmen. Das ist dieselbe Strecke, schaut mal hier. Und das Schiff hat sehr viel Rum an Bord. Das ist dieselbe Strecke und hat den Rum nicht losgeworden. Das heißt, es weist alles darauf hin, dass es nur ein rein temporäres Problem ist. Das Schiff hatte so viel, die fahren vielleicht zu dicht hintereinander. Der Dampfpott hatte so viel Rum an Bord, dass er den Rum in der alten Heimat nicht losgeworden ist und muss ihn wieder mitnehmen. Jetzt fährt er wieder los und jetzt werden in kürzester Zeit zwei Schiffe hintereinander den Rum anbringen. Scheint echt nur ein temporäres Problem zu sein. Das zu beheben ist schwierig. Das könnten wir dadurch beheben, dass wir zum Beispiel eine höhere Lagerkapazität in der alten Welt schaffen. Es wäre eine Möglichkeit. Es wäre die simpelste Möglichkeit eigentlich. Jetzt ist hier genug Rum da. Wahnsinn. Aber die Probleme waren ja auch nicht hier, die waren in Cap Trelawney. Hier war das Rum-Problem. Ja, auch behoben. Mittlerweile auch wieder alles gut. Das ist die Route Rum nach Cap Trelawney. Die wird von nur einem Schiff befahren. Es wird nur Rum mitgenommen. Okay, das können wir beheben. Dann gehen wir einfach hier rein und sagen, wir nehmen in Bultopia mehr Rum mit, nämlich die volle Menge. Wir nehmen sogar komplett mit. Das sollte schon
So machen wir das. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein Schiff einsparen können, indem wir eine andere Route finden, die ebenfalls Produkte von der neuen Welt aus Natrilauni bringt. Hier sind zwei Schiffe unterwegs, die nicht voll beladen sind. Ja, die Routen schmeißen einfach zusammen. So machen wir das hier. Das ist die neue Welt. Das ist die eine Route führt, die Rumroute nach Trelawney führt von der Hauptinsel aus ab und die hier führt von Schwarzem Gold aus ab. Und die beiden schmeißen wir einfach zusammen. Das heißt, wir sagen dem Schiffchen hier, wie sieht es denn mit Schokolade und Kaffee in Trelawney aus? Lager voll. Wie sieht es aus mit Schokolade? Lager voll. Das heißt, das klappt eigentlich gut. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. Das ist nicht super effektiv, aber es funktioniert ja auch. Und dann können wir uns das, die neuen Inhalte weiter anschauen. Okay? Also, das lassen wir jetzt so laufen. Das müssten wir repariert haben. Wir gehen wieder rauf. Und hier oben hin. Wir haben, checken vorher bei den... Wir haben, glaube ich, noch einzelne Schiffe hier, die wir vor einer Stunde oder so irgendwo hingeschickt haben. Hier, Teppich, genau. Der hatte Brot gebracht. Das entladen wir. Der wartet seit einer Stunde darauf, dass wir ihnen die Erlaubnis geben, Brot abzuliefern. Ein Wunder, dass das Brot noch gut ist. Wie viel Brot ist jetzt da? Ja, wir hatten ja das Mehlproblem behoben. Alles bestens. Das sind die Konsumgüter. Und alles sieht gut aus. Taschenuhren gibt immer ein kleines Problem. Aber es gibt Schlimmeres. Rauf in die Arktis. Zweites Luftschiff gucken. Es schneit. Hier schneit es immer. Haben wir schon mal erlebt, dass hier kein Schnee fiel? Marcel und Punisher, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Immer Schnee. Ja. So, das ist das eine Luftschiff. Und das zweite Luftschiff ist hier oben. Mal schauen, auf welche Streiterei. Das ist doch kein Name für ein Luftschiff. Da brauchen wir einen Hübscheren. Wisst ihr was? Da müssen wir mal drüber nachdenken. Wie könnte... Ich frage mal den Chat. Macht mal einen Vorschlag, wie unser zweites Luftschiff heißen könnte, bitte.